oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen. Nein, nicht zur neuen One-App-A-Day-Folge. Oder doch irgendwie schon. Allerdings geht es heute um keine App. Ich wollte euch nur kurz informieren. Nach dieser Folge geht One-App-A-Day erstmal in eine kleine Spätsommerpause. Wie lange ganz genau, weiß ich noch nicht. Eine Woche mindestens, vielleicht 2 Wochen, vielleicht 2,5 Wochen, sowas um den Dreh. Ich habe momentan viel anderes am Hut und schreibe auch noch am Buch und so weiter und so fort und habe auch irgendwie gar nicht so richtig die Muße, mich mit Apps momentan zu beschäftigen. Das heißt natürlich, wie gesagt, nicht, also ich will damit nicht sagen, der Podcast macht Schluss. Kleine Spätsommerpause. Auf jeden Fall eine Woche, wie gesagt, vielleicht auch 2, 2,5, 3 Wochen. Ich werde auf jeden Fall bei Twitter spätestens mitteilen, wann es weitergeht, oder aber ihr werdet es sehen im Podcatcher eurer Wahl, wo ihr den Podcast abonniert habt. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.